Hier dargestellt, die Folien mache ich nur kurz ansprechen, sind eben verschiedene Untersuchungen mit den verschiedenen Speicherkonzepten. Man sieht eben, dass sich es eben ja, im Grenzbereich ein bisschen auswirkt, welche Speicherkonzepte man anwendet. Diese Folie ist vielleicht interessanter. Links ist eine Anlage, eine KWK-Anlage, die ist wärmegeführt. Aufgetragen sind die Erlöse. Nach unten von Null weg sind erstmal die Betriebskosten. Das sind zum Beispiel die, im Wesentlichen der Gaspreis. Dann von unten bis auf 20% in etwa, das sind die Wärmeerlöse. Da haben wir Preise eben angesetzt. Da kommen drauf die Stromerlöse, der KWK-Bonus und die Familiennetznutzung. Wenn ich jetzt zusätzlich zu dem Wärmegeführten eine Day-Ahead-Marktvermarktung mache, das heißt, ich wähle mir an der EX-Börse die Stunden raus, wo ich einen besonders guten Preis kriege, kann ich theoretisch meine Erlöse um 3,7% steigern. Weil ich aber allerdings dadurch auch eine Prognose machen muss und ich auch Prognoseabweichungen zwangsläufig bekomme, reduzieren sich meine Erlöse wieder fast auf Null, auf 0,2%. Die Erlöse reduzieren sich deswegen wieder, weil ich eben kurzfristig auf die Prognoseabweichung reagieren muss, weil ich meinen Speicher öfters einsetzen muss mit den entsprechenden Verlusten und weil ich den Spitzenlastkessel stärker einsetzen muss wie geplant. Wenn ich gleichzeitig noch Day Ahead und Minutenreserve anbiete, kann ich theoretisch ohne Prognoseabweichung 10% mehr Erlöse erwirtschaften, mit Berücksichtigung der Prognoseabweichung 7%. Ganz rechts der höchste Balken mit 9,3%, das ist, wenn ich es optimal meine Regelleistung vermarkten kann. Das ist allerdings eine Grenze, die werde ich nie erreichen können. Das ist der rein theoretische Vergleichswert, das wäre die Oberkante für Regelleistungsvermarktung. Komme ich zur Zusammenfassung. Nochmal am Anfang angefangen, die Bundesregierung plant einen hohen Ausbau der Erneuerbaren und die KWK-Anlage könnte dazu einen maßgebenden Beitrag leisten, allerdings wird sie von der Stelle erstmal nicht berücksichtigt. Es gibt nicht viel Erfahrung bei der Regelleistungsbereitstellung mit KWK, insbesondere mit Mikro-KWK. Für die kleinen Anlagen sind die Erlöse auch sehr gering. Für die Einzelanlage. Es gibt einzelne Pilotprojekte, zum Beispiel bei EWE oder auch bei SWM. Die Vermarktungserlöse durch den Stromhandel und Reserve, also die Vermarktungserlöse der KWK-Anlagen können durch diese zusätzlichen Maßnahmen gesteigert werden. Allerdings ist es nicht einfach, eine Prognose, die Planung und den Betrieb der KWK dann eben zu realisieren. Es gibt eine Norm, die schafft eine gemeinsame Datenbasis, die könnte dann in Zukunft erleichtern, dass die Anlagen in einem virtuellen Kraftwerk angeschlossen werden. Das wäre der IEC 61850. Und wie viel Erfolg das Konzept hat, das wird sich dann eben auch daran beurteilen lassen, wie die Betriebserfahrungen in diesen Pilotprojekten ablaufen. Damit bin ich am Ende des Vortrags und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke dafür. Erstmal gibt es noch Fragen zu dem Thema. Einmal bitte das Mikrofon. Ja, im Energiekonzept, was steht da drin? Im Wesentlichen steht eben drin, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden sollen, wie ich hier dargestellt habe. Und man hat eben das Problem mit den Stromnetzen, wenn man jetzt mehr fluktuierende Erzeuger hat, das Stromnetz muss immer ausbalanciert sein und dazu muss entsprechende Regelleistung bereitgestellt werden. Das machen bisher die großen Kraftwerke. Und man geht auch davon aus, oder alle sprechen davon, man braucht mehr Regelleistung. Die Großen können das unter Umständen nicht mehr bewerkstelligen und man braucht so einen großen Kraftwerkspark. Und hier die KWK-Anlagen zu aktivieren, auch die Anlagen, die es schon gibt, das wäre in meinen Augen hier eben auch ein Beitrag, um das Netz zu stabilisieren. Das ist die zukünftige, das sehe ich als konsequent der KWK. Ist das schon die Antwort, oder?
Ich bedanke mich bei Ihnen für den Vortrag. Gerne.